Punkt 4, Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass heute der Bundesminister des Auswärtigen, Heiko Maas, zur Verfügung steht. Wenn Sie bitte wieder Platz nehmen, dann würde ich den Bundesminister Maas anschauen und fragen, ob er einleitende Ausführungen halten möchte. Da würde ich Ihnen auch gerne das Wort dafür erteilen. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich würde gerne einige einleitende Bemerkungen machen, weil in den kommenden Tagen sich auf der internationalen Bühne vieles ereignen wird, was auch für uns in Deutschland außerordentlich wichtig sein wird. Nächste Woche wird zum Beispiel ganz im Zeichen der ersten Auslandsreise von Präsident Biden stehen und die Tatsache, dass ihn diese erste Auslandsreise nach Europa führt, zunächst zum G7-Gipfel nach Cornwall, zur NATO und dann zur Europäischen Union nach Brüssel, ist, wie wir finden, ein gutes und starkes Zeichen für die transatlantische Erneuerung. Und es gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, dass man sagen muss, dass wir darauf lange gewartet haben, denn in den letzten Jahren unter der Vorgängeradministration gab es doch Entwicklungen, die uns befürchten ließen, dass die internationale Ordnung wirklich nachhaltigen Schaden erleiden wird. Und deshalb sind wir in dieser Zeit oft in die Bresche gesprungen. Wir haben, um einige Beispiele zu erwähnen, unser politisches Gewicht in die Waagschale geworfen, etwa beim Erhalt des Nuklearabkommens mit dem Iran, wo wir seit Anfang April in Wien mit den anderen Vertragsstaaten, aber auch mittelbar mit den Vereinigten Staaten verhandeln. Aber das gilt genauso für Themen der Klima- und auch der Handelspolitik. Wir haben in dieser Zeit große finanzielle Lücken geschlossen bei der humanitären Hilfe, bei der Impfstoffversorgung und bei der Finanzierung internationaler Organisationen. Und ich bin dem Bundestag außerordentlich dankbar dafür, dass er jedes Jahr in den Haushaltsverhandlungen dafür uns auch ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt hat. Wir haben ebenso in dieser schwierigen Zeit versucht, neue Formen der flexiblen internationalen Zusammenarbeit auf den Weg zu bringen. Ich will nur die Allianz für den Multilateralismus nennen, der mittlerweile über 70 Staaten weltweit aus allen Kontinenten angehören, wo wir über viele wichtige Themen, etwa das Thema autonomer Waffensysteme, was kann man tun gegen Desinformationskampagnen, bis hin zum Thema Schutz der Menschenrechte im digitalen Zeitalter, uns nicht nur ausgetauscht haben, sondern gemeinsame Richtlinien erarbeitet haben, die von den Mitgliedern dieser Allianz in den internationalen Organisationen dann auch mitgetragen werden. Wir können darauf aufbauen, denn jetzt in den kommenden Tagen finden diese wichtigen Veranstaltungen statt. Beim G7-Gipfel wird die Bewältigung der Pandemiefolgen im Mittelpunkt stehen, mit dem klaren Bekenntnis zur globalen Impfstoffversorgung. Und es wird natürlich auch um das Thema Klimaschutz gehen, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der COP26 in Glasgow. Letztlich muss aber auch, und das ist uns ganz besonders wichtig, dieses Treffen auch ein Signal der Unterstützung senden an unsere Wertepartner, an unsere demokratischen Partner weltweit, denn in den letzten Jahren hat es daran, wie wir finden, doch arg gemangelt. Beim NATO-Gipfel am 14. Juni wird es darum gehen, das Bündnis zukunftsfest zu machen und anzupassen an ein verändertes Sicherheitsumfeld. Dafür steht der NATO-2030-Prozess. Und wir können dabei aufbauen auf einen Reflexionsprozess, den wir angeregt haben innerhalb der NATO und der ganz maßgeblich von Thomas de Maizière, einem Mitglied dieses Hauses, geleitet wurde, zusammen mit einem amerikanischen Kollegen und viele, viele Vorschläge gemacht hat, die uns in der NATO noch lange beschäftigen werden. Beim EU-US-Gipfel wird nicht zuletzt über die Einrichtung eines gemeinsamen Handels- und Technologierates verhandelt werden und hoffentlich auch eine Lösung gefunden werden. Auch das ist ein Thema, für das wir uns in der Vergangenheit immer stark gemacht haben. Im Kern wird es auch bei diesen Themen, insbesondere bei den Handelsthemen, darum gehen, wegzukommen von gegenseitigen Zöllen und Sanktionen und hin zu einem gemeinsamen Antworten auf die drängende Frage, wie kann man freien Handel besser verbinden mit Umwelt- und Sozialstandards. Und das ist ja die Diskussion, die auch
gesellschaftlich immer wieder geführt wird, wenn wir über Freihandelsabkommen diskutieren. Und letztlich haben die G7-Finanzminister beim Thema globale Mindeststeuer letzte Woche ja bereits einen Durchbruch geschafft, auf den wir schon lange gewartet haben. Und schließlich begrüßen wir auch die Bereitschaft von Präsident Biden zu einem Treffen mit Präsident Putin am 16. Juni in Genf. Wir haben gegenüber Russland in den letzten Jahren immer einen klaren Kurs vertreten, der auf größere Resilienz, aber zugleich eben auch, so wie das auch hier in der Debatte eben immer wieder gesagt wurde, dankenswerterweise die Fortsetzung des offenen Dialoges selbst in schwierigstem Fahrtwasser gesetzt. Und das wird auch in Zukunft so sein. Und ich glaube, dass das Treffen auf dieser Ebene dazu auch beitragen kann. Dass es anscheinend zwischen den USA und Russland Möglichkeiten gibt, sich auch schnell zu verständigen, hat man zum Beispiel daran gesehen, dass wenige Tage nachdem Joe Biden im Amt gewesen ist, der New Start verlängert wurde auf der Basis einer Verständigung, die sehr schnell gefasst wurde. Und wir hoffen darauf, dass es in der Folge von Genf zu weiteren substanziellen Absprachen kommt. Und wir erwarten dabei auch eng eingebunden zu sein, zusammen mit anderen Partnern. Denn letztlich geht es bei der nuklearen Rüstungskontrolle auch um die Sicherheit Europas. Und, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die amerikanische Regierung bei all diesen Themen, das ist die Erfahrung aus den letzten Monaten, ganz besonders auch auf die Zusammenarbeit mit Deutschland setzt. Das eröffnet uns neue Gestaltungsmöglichkeiten und wir werden sie auch nutzen, etwa indem wir uns in strategischen Fragen wie dem Umgang mit China noch enger abstimmen werden. Dass wir dabei möglicherweise nicht immer eins zu eins auf einer Linie liegen, das wird niemanden überraschen. Und die gute und enge Zusammenarbeit, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, zeigt sich nicht zuletzt auch in dem amerikanischen Beschluss, Sanktionsentscheidungen in Sachen Nord Stream 2 auszusetzen, und zwar ganz ausdrücklich, so hat es der Präsident selbst gesagt, um das Verhältnis mit Deutschland als Freund und Verbündeten nicht weiter zu belassen. Herzlichen Dank. Die erste Frage stellt der Kollege Armin Paul Hampel, AfD. Danke sehr, Herr Präsident, Herr Bundesaußenminister. Sie sind ja noch verhältnismäßig jung in diesem Amt. Ich habe die Außenpolitik die letzten 30 Jahre meines Lebens verfolgt und will Ihnen vielleicht eine kleine Übersetzungshilfe geben, wenn ich die Äußerung des US-Außenministers höre, dass nach Ihren Gesprächen in den USA zu Nord Stream 2 Deutschland nun am Verhandlungstisch angekommen sei. Auf Deutsch übersetzt ist das an sich eine Geringschätzung, so ungefähr auf diplomatischem Niveau das niedrigste Level, was Sie erreichen können. Meine Frage ist, wie interpretieren Sie denn die Äußerung von Herrn Blinken? Sie sind jetzt am Verhandlungstisch bei einem deutsch-russischen Projekt dank der Würde des amerikanischen Außenministers angekommen. Ich habe gerade vor kurzem noch mal mit Tony Blinken telefoniert, auch über dieses Thema. Und wir sind beide sehr froh darüber, dass wir über dieses Thema sprechen. Das ist übrigens genau das, was die deutsche Bundesregierung auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt hat, dass weniger Sanktionen verhängt werden sollen, sondern dass man zusammen darüber sprechen sollte, wie die schwierigen Fragen bei Nord Stream 2, was bedeutet das für die Ukraine, was bedeutet das für Länder in Mittel- und Osteuropa, sprechen können. Das tun wir jetzt, das ist ganz hervorragend. Ich bin sehr froh, dass das gelungen ist. Also Sie haben meine Frage nicht beantwortet, wie das bei Ihnen angekommen ist. Wie interpretieren Sie eine solche Äußerung am Verhandlungstisch angekommen? Aber Herr Blinken hat Ihnen ja schon den Weg so ein bisschen gewiesen, wie man das Problem vom Eis kriegen könnte. Wenn ich das richtig interpretiere, die möglichen Ausfälle für die Ukraine durch weniger Gastransfers durch ihre Pipeline erzeugt ein Milliardendefizit in Kiew. Und wenn ich Herrn Blinken richtig interpretiere, hat er auch schon uns ausgesehen dafür, dass wir mögliche Ausfälle der Ukraine dann finanziell entschädigen sollen. Wahrscheinlich verfügen Sie über intensive Beziehungen zu dem amerikanischen Außenminister. Mir hat er das in der Form noch nicht mitgeteilt. Aber wenn er es Ihnen geteilt hat, bin ich dankbar für den Hinweis. Ich werde das in der Bundesregierung auch weiter verbreiten. Der Kollege Alexander Graf Lambsdorff hat eine Nachfrage dazu. Ja, in dem Zusammenhang, Herr Minister, der außenpolitische Berater der Bundeskanzlerin, der wirtschaftspolitische Berater der Bundeskanzlerin und ihre Staatssekretärin waren kürzlich in Washington, haben mit Sullivan, Bernstein und anderen gesprochen, exakt zu diesem Thema. Würden Sie den Bundestag darüber informieren, was dort besprochen worden ist, was die Amerikaner uns vorgeschlagen haben? Denn in der Tat ist es ja so,
dass jetzt, wo die erste Röhre von Nord Stream 2 fertig ist, Wladimir Putin in St. Petersburg bereits die geopolitische Dimension des Projekts deutlich gemacht hat. Er hat gesagt, wenn die Ukraine weiter Gastransit will, muss sie sich so verhalten, wie wir uns das in Moskau wünschen. Das ist genau das, was die Amerikaner ja immer uns vorgehalten haben. Also was ist dort besprochen worden mit Frau Linderze, Herrn Röller und Herrn Hecker? Herr Abgeordneter, es sind die Themen besprochen worden, die ich eben bereits erwähnt habe. Es wird im Übrigen diese Woche in diesem Kreis eine erneute Videokonferenz geben und wir wollen sehr engmaschig die Themen weiter besprechen. Wir sind noch nicht dort, dass ich Lösungen verkünden könnte, aber es geht tatsächlich um die Auswirkungen auf die Ukraine durch Nord Stream 2. Wie Sie wissen, haben wir einen Gastransitvertrag zwischen der Ukraine und Russland versucht mitzuverhandeln. Den gibt es, der ist aber zeitlich befristet. Es stellt sich die Frage, ob der nicht auch entfristet werden kann, um der Ukraine mehr Planungssicherheit zu geben. Es geht insbesondere darum, wie Sie wissen, sind wir seit einiger Zeit sehr bemüht, in der sogenannten Drei-Meere-Initiative Fuß zu fassen, in denen auch die Vereinigten Staaten zusammen mit mittel- und osteuropäischen Ländern über viele Konnektivitäts-, aber auch Energiefragen sprechen. Auch dort könnten wir uns vorstellen, uns stärker einzubringen. Das auf der Basis unterschiedlicher Projekte, die jetzt auch noch nicht spruchreif sind. Aber ich bin gerne bereit, sobald sich die Dinge konkretisieren, denn diese Gespräche haben begonnen mit dem ersten Termin in Washington. Sie werden jetzt auf Videokonferenzebene fortgesetzt. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis zum August, das ist der Zeitraum, bis in den USA der nächste Bericht vorgelegt werden muss, vor dem Senat, dass wir bis dorthin sehr konkrete Ergebnisse erzielt haben, über die, sobald sie vorliegen, wir natürlich auch umgehend den Bundestag informieren werden. Der Kollege Sarrazin, Bündnis 90 Grüne, hat eine weitere Nachfrage. Ja, Herr Außenminister, Sie haben jetzt ja die Chance verpasst, die Ihnen Herr Lambsdorff gegeben hat, sich noch mal eindeutig und klar mit einer Bewertung zu Putins Äußerung hier zu verhalten, die geopolitische Dimension dieser Äußerung anzusprechen und vielleicht auch klarzumachen, dass die Bundesregierung auch nach 2024 relevante Gastransitmengen durch die Ukraine befürwortet und von der russischen Seite verlangt. Und ich wollte einfach die Chance geben, noch mit ein bisschen mehr Redezeit das jetzt hier nachzuholen. Herr Sarrazin, das ist wie immer sehr freundlich von Ihnen. Herzlichen Dank dafür. Ich finde aber, es ergibt sich auch aus der Antwort, die ich gerade gegeben habe, nämlich wir haben uns darum bemüht, dass es überhaupt einen Gastransitvertrag zwischen Russland und der Ukraine gibt. Die Bundeskanzlerin hat sehr deutlich gemacht gegenüber dem russischen Präsidenten, dass das für sie eine Voraussetzung dafür ist, dass das Nord Stream 2-Projekt wie geplant auch fortgesetzt werden kann. Das heißt, dem ist dann auch Genüge getan worden. Wir würden uns auch vorstellen können, darüber Gespräche zu führen, dass dieser Transitvertrag über die Laufzeit, die er bisher hat, weiter verlängert wird, weil wir wollen, dass langfristig Gas auch durch die Ukraine transferiert wird, weil das aus wirtschaftlichen Gründen für die Ukraine außerordentlich bedeutsam ist. Ich würde mal sagen, jeder, wenn Sie die Äußerungen von Präsident Putin angesprochen haben, dass wohlfeiles Verhalten der Ukraine Voraussetzung dafür ist, dass dieser Vertrag auch eingehalten wird. Wir gehen grundsätzlich mal davon aus, Pacta sunt servanda. Aber wer sich auf diese Ebene begibt, der muss natürlich auch damit rechnen, dass er die Voraussetzung dafür schafft, dass in anderen Pipelines man ähnlich beginnt, darüber nachzudenken, ob aufgrund von politischen Entscheidungen oder politischem Fehlverhalten man möglicherweise auch ein solches Projekt oder ein bereits in Betrieb genommenes Projekt noch einmal in seinem kompletten Betrieb unter die Lupe nehmen müsste. Ich glaube, das ist nicht im Interesse der Russischen Föderation und deshalb gehe ich davon aus, dass wir die Voraussetzungen schaffen können, langfristig Gas auch durch die Ukraine zu leiten. Die nächste Frage stellt der Kollege Alexander Graf Lambsdorff, FDP. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wir freuen uns, Herr Minister, das haben Sie eben schon gesagt, auf den Besuch des amerikanischen Präsidenten in Europa, anders an einer ganzen Reihe von Gipfeltreffen. Eines der wichtigsten ist ganz sicher das Treffen der G7. Bei diesem Anlass wollen die Vereinigten Staaten, das war bereits nachzulesen, das nationale Build Back Better-Projekt globalisieren, Build Back Better World. Das ist aus Sicht der Fraktion der Freien Demokraten eine gute Idee, denn worum geht es? Es geht darum, dem schädlichen Einfluss Chinas in zahlreichen Weltregionen mit seiner Belt and Road Initiative etwas entgegenzusetzen.
Aus Ihrem Haus, das war im Handelsblatt nachzulesen, gibt es dazu auch Ideen und Anregungen, insbesondere der Europäischen Investitionsbank eine zentrale Rolle bei der Entwicklungsfinanzierung einzuräumen, dass wir europäisch einen eigenen Beitrag leisten, also eine europäische Investitions- und Klimabank global aufstellen. Meine Frage an Sie ist erstens, was erwarten Sie ganz konkret, was die Umsetzung betrifft? Wie realistisch sehen Sie das? Zweitens, was erwarten Sie von der Europäischen Kommission? Und drittens, hat die Bundesregierung sich im Board of Governors der Europäischen Investitionsbank bereits dazu geäußert und dort eine Initiative unternommen? Zu letzterem, das ist noch nicht der Fall, weil wir das zurzeit noch innerhalb der Bundesregierung abstimmen. Wir sprechen auch mit unseren europäischen Partnern darüber, weil wir die Initiative von Präsident Biden grundsätzlich unterstützen. Dies ist auch bereits ein Thema gewesen auf dem G7-Außenministertreffen in London vor einigen Wochen. Und dabei haben wir uns darauf verständigt, dass es, nachdem es auch dort eine grundsätzliche Übereinstimmung gegeben hat, dass wir jetzt daran gehen, diese Dinge zu konkretisieren. Wir brauchen auch konkrete Vorschläge. Diese sollen auf dem G7-Gipfel dann besprochen, diskutiert und womöglich und hoffentlich auch beschieden werden. Ganz grundsätzlich sind wir uns darüber einig, dass wir uns nicht nur darüber aufregen müssen, was China tut und wie China versucht, mit wirtschaftlichen und finanziellen Mitteln auch geopolitisch seinen Einfluss zu mehren, sondern wir müssen Alternativen schaffen. Das gilt etwa für Afrika, für Südeuropa, das gilt für Lateinamerika und das gilt auch für den Indopazifik. Und das ist die Arbeit, die wir uns vorgenommen haben. Und das sind einige Instrumente oder ein Instrument, das Sie genannt haben, bei dem wir der Auffassung sind, dass es dabei helfen kann. Nachfrage, wenn ich darf. Bitte gern. Nochmal ganz konkret, es war zu lesen, dass es sehr viel Kritik an der Antwort der Europäischen Kommission auf Ihren Brief, den Sie gemeinsam mit zwei Kabinettskollegen geschrieben haben, gab. Worin besteht konkret die Kritik an der Kommission? Zweite Frage, ich stelle fest, dass wir uns einig sind, dass so ein europäischer Beitrag sinnvoll ist. Können Sie mir erklären, warum die regierungstragenden Fraktionen einen solchen Antrag meiner Fraktion vor kurzem erst in diesem Haus abgelehnt haben? Nee, das kann ich Ihnen nicht erklären, aber das wird werden die Regierungsfraktionen sicherlich auch tun können. Die Kommission will sich hinsichtlich des Themas, das Sie angesprochen haben, mit anderen Mitgliedstaaten weiter abstimmen. Das ist bisher noch nicht in dem Falle oder so umfassend möglich gewesen. Ganz grundsätzlich haben wir aber die Hoffnung, dass wir in den Gesprächen mit der Kommission es schaffen, dafür auch ein positives Umfeld zu finden und zu schaffen, das allerdings im Moment noch nicht in dem Umfang der Fall ist, wie wir uns das gewünscht hätten. Das ist richtig. Dazu hat der Kollege Hampel, AfD, eine Nachfrage. Und dann der Kollege Trittin. Ja, danke, Herr Präsident. Herr Minister, da ich bei der Rede in St. Petersburg anwesend war, von einer geopolitischen Dimension hat er nicht gesprochen, sondern konkret sogar auf die wirtschaftliche Perspektive der Nord Stream 2-Leitung hingewiesen. Er hat gesagt, es ist für Deutschland wie für Russland ein Projekt, was unter rein wirtschaftlichen Nutzen zu sehen ist. Erstens, das Gas ist billiger und zweitens für die Klimafreunde, es ist auch noch in einer Art und Weise gefördert, wie das im Gegensatz zum Fracking in den USA sehr viel umweltschonender stattfindet. Aber nochmal konkret nachgefragt, da Sie jetzt nochmal die Ukraine bewertet haben und der Präsident ja auch ausführte, wenn die Ukraine ihre Verträge einhält, 40 Milliarden Kubikmeter Gas sollen transportiert werden, wenn sie die Verträge einhalten, geht das weiter. Nochmal konkret, wenn aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht die Ukraine zu verantworten hat, das nicht der Fall ist, wird sich die Bundesregierung dagegen wehren, dass sie eventuelle Ausfallkosten der Ukraine begleicht? Das ist bisher von niemandem an mich herangetragen worden. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das der Fall ist. Wir gehen davon aus, dass die Ukraine selber ein großes Interesse daran hat, die Voraussetzungen zu schaffen, also ihren Teil des Vertrages einzuhalten, weil sie Milliardenbeträge dafür bekommt pro Jahr. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ukraine ein Problem ist, wenn es darum geht, dass beide Seiten ihrer Vertragserfüllung gerecht werden. Der Kollege Jürgen Trittin, Bündnis 90 Grünen, hat eine weitere Nachfrage. Herr Bundesminister, im Anschluss an die Frage von dem Kollegen Lambsdorff, Build Back Better ist ein komplett kreditfinanziertes Programm. Wenn das jetzt globalisiert werden soll und verstetigt werden, glauben Sie, dass mit dieser Überlegung innerhalb der Europäischen Union die Vorstellung, dass die Anleihe, die man für die Green oder für den Recovery Fund aufgelegt hat, eine Ausnahme ist? Oder sehen Sie nicht vielmehr die Notwendigkeit, dass Europa wie die USA, wenn es in diesen Wettbewerb treten wollen mit China,
diese Programme auch künftig über Anleihen, sprich kreditfinanziert, machen muss und dass dafür die Potenziale der Europäischen Investitionsbank schlicht und ergreifend nicht ausreichen. Sie wissen, dass es dazu beim Wiederaufbauprogramm auch eine intensive Diskussion gegeben hat innerhalb der Europäischen Union, auch innerhalb der Bundesregierung. Wir sind der Auffassung gewesen, dass diese Möglichkeiten genutzt werden sollten. Das hat Deutschland und Frankreich in einem gemeinsamen Papier auch vorgeschlagen, dass die Grundlage der Verständigung oder des Kompromisses nachher innerhalb der Europäischen Union gewesen ist. Inwieweit man darauf aufsetzen kann, aus der Ausnahme eine weitere Ausnahme zu genehmigen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, den Regelfall zu machen, darüber wird zu sprechen sein, darüber wird innerhalb der EU zu sprechen sein, auch mit den anderen Mitgliedstaaten, ob diese Einigung zu erzielen ist, in dem Sinne, wie Sie es oder wie ich es Ihren Worten entnommen habe, für sinnvoll hielten, glaube ich, wird keine einfache Diskussion innerhalb der Europäischen Union sein. Wir haben dies auch abschließend innerhalb der Bundesregierung noch zu besprechen. Ich glaube aber, dass man sich dieser Diskussion zumindest öffnen musste. Die nächste Frage stellt die Kollegin Heike Hensel, Die Linke. Oh, ich habe den Herrn Schraps übergangen, aber der kommt nachher. Ja, Ladies first. Dankeschön, Herr. Er wird's überleben. Herr Präsident. Ja, Deutschland ist leider im Bereich der Abrüstung, obwohl es im Koalitionsvertrag anders stand, Herr Maas, ein Totalausfall, liegt ja mittlerweile auf Platz 7 weltweit, was die Ausgaben für Militär und Rüstung angeht. Die NATO-Staaten insgesamt gaben im letzten Jahr $1 Billion für Rüstung aus. Nun gibt es einen Vorschlag von den Friedensforscherinnen der Friedensinstitute im Rahmen des diesjährigen Friedensgutachtens, nämlich eine sogenannte Corona-Friedensdividende. Das heißt, massiv abzurüsten, einzusparen im Bereich der militären Rüstungsausgaben, um die dringend benötigten globalen Mittel für die Bekämpfung der Pandemie und die Folgen der Pandemie, die sozialen Folgen, dafür Mittel freizusetzen. Wir reden ja hier auch schon über Kürzung von Renten durch Erhöhung des Rentenalters und so weiter. Also es geht um die soziale Frage, um aus der Krise herauszugehen. Unterstützen Sie die Idee einer Corona-Friedensdividende durch massive Abrüstung, Einsparung im Rüstungsbereich? Deutschland hat bei der Pandemiebekämpfung auch international eine führende Rolle übernommen, insbesondere wenn es darum ging, ausreichende Finanzmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Wir sind in der internationalen Impfstoffinitiative COVAX nach den USA der zweitgrößte Geber. Wir haben im Übrigen auch dank der Entscheidung des Bundestages unser humanitäres Engagement ausweiten können. Es stehen mittlerweile in unserem Haushalt über 2 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung. Der Bedarf dort ist in der Pandemie noch einmal größer geworden. Man sieht, dass Deutschland zum Glück ein Land ist, das in der Lage ist, die Herausforderungen, die die Pandemie uns gesetzt hat, auch finanziell zu schultern, ohne dass wir unseren Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, innerhalb der NATO dadurch außer Kraft setzen müssten. Das sehe ich aber völlig anders. Sie wissen genau, wir haben Rückgang an Steuereinnahmen, wir haben enorme Verschuldung. Also insofern ist dieser aufgeblähte Rüstungshaushalt eigentlich angesichts der sozialen Herausforderungen nicht tragbar. Meine Frage geht aber auch noch in Richtung atomarer Abrüstung. Da hatten Sie sich viel vorgenommen im Rahmen des Koalitionsvertrages. Da hat man nichts gesehen. Nun gibt es eine neue Umfrage, dass mehr als 60% der Bevölkerung die Stationierung der US-Atomwaffen in Deutschland ablehnen. Meine Frage ist, wird die Bundesregierung endlich dieser Herausforderung gerecht und wird sie den Atomwaffenverbotsvertrag nicht länger blockieren, der so eine wichtige Initiative ist im Rahmen konkreter nuklearer Abrüstung und der übrigens nicht im Gegensatz steht zum Nichtverbreitungsvertrag, was Sie ja gerne sagen, Herr Maas, das hat ja ein Gutachten des Deutschen Bundestages im Januar festgestellt, dass sich diese Verträge ergänzen und konkrete Schritte für atomare Abrüstung beschreiben. Werden Sie die US-Atomwaffen aus Deutschland abziehen? Ich glaube, dass das im Laufe dieser Legislaturperiode nicht mehr der Fall sein wird. Wir haben
Wir haben eine Vielzahl von Abrüstungsinitiativen gestartet. Wir haben eine Stockholm-Initiative gegründet mit 16 anderen Ländern, wo wir auf unterschiedliche abrüstungspolitische Themen eingegangen sind. Im Übrigen nicht nur auf atomare Fragen, sondern ein Thema, das, wie ich finde, auch von immer größerer Bedeutung wird, nämlich was mit neuen Technologien ist, autonomen Waffensystemen, Killerroboter, aber auch die Möglichkeiten, die die Cybertechnik bietet, wofür es insgesamt kein ausreichendes internationales Reglement gibt. Grundsätzlich wünschen wir uns, und das haben wir unseren amerikanischen Partnern auch gesagt, wenn es zu dem Gipfeltreffen zwischen Biden und Putin kommt, dass das Thema Abrüstung dort auch auf der Tagesordnung steht. Wir brauchen die USA und auch Russland, wenn es um atomare Abrüstung gehen soll. Wir haben immer noch keinen Nachfolgeinstrument für den INF-Vertrag. Die Tatsache, dass New START verlängert worden ist, ist aber ein gutes Beispiel. Und deshalb unterstützen wir alles, was darauf hinausläuft, in Zeiten, in denen uns, wie ich finde, kaum eine Initiative im Abrüstungsbereich international weitergebracht hat in den letzten Jahren, mit einer neuen amerikanischen Administration dieses Thema wieder auf die Tagesordnung zu setzen und dafür zu sorgen, dass es effektiv in den kommenden Jahren wieder zur Abrüstungspolitik und auch Entscheidungen kommt. Jetzt hat die Kollegin Katrin Vogler noch eine Nachfrage. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Außenminister, Sie hatten gerade über die Unterstützung von Deutschland für das Programm COVAX gesprochen, das die ärmsten Länder der Welt und das eigentlich alle Länder der Welt mit Impfstoffen versorgen soll. Nun gibt es ja in Vorbereitung auf den G7-Gipfel auch die Forderung von UNICEF beispielsweise, dass die G7-Länder, die über große Mengen noch nicht zum Einsatz kommender Impfstoffe verfügen und sich große Kapazitäten gesichert haben, einen Teil dieser Kapazitäten zur Verfügung stellen sollen, damit in den ärmsten Ländern der Welt die Impfprogramme überhaupt Fahrt aufnehmen können, was ja auch durch die Lieferprobleme, die durch den Ausfall von Indien als großem Lieferant entstanden sind, wirklich drängend ist. Wie stellt sich die Bundesregierung dazu? Werden Sie da im G7, auf dem G7-Gipfel eine entsprechende Initiative starten? Erstmals haben wir uns vorgenommen, dass das bisher avisierte Ziel, nämlich 20% der Weltbevölkerung über COVAX mit Impfstoff zu versorgen, erhöht wird auf 30%, was es erstmal notwendig machen wird, dass die Initiative mit mehr Geld ausgestattet wird. Wenn sich aber alle in dem Umfang beteiligen würden, wie das bei Deutschland der Fall ist, wären wir schon längst da. Wir sind aber bereit, auch unsere Finanzzuführungen noch einmal anzupassen. Wir werden nach allen Zahlen, die mir vorliegen, in Deutschland ab dem dritten Quartal möglicherweise in die Situation kommen, überschüssigen Impfstoff zu haben. Dann wird darüber zu entscheiden sein, wie man damit umgeht. Und die Haltung der Bundesregierung war immer die, dass es sich um eine globale Herausforderung handelt und dass wir alle auch in Deutschland erst dann sicher sein werden, wenn alle um uns herum auch sicher sind. Und deshalb würde ich das nicht ausschließen, dass überschüssiger Impfstoff in der Zeit im dritten und im vierten Quartal dieses Jahres von der Bundesregierung auch für andere zur Verfügung gestellt wird. Jetzt aber kommt der Kollege Johannes Schraps, SPD. Mit der nächsten Frage. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich denke, ich werde es trotz der Zurückstellung auch noch pünktlich in den Europaausschuss schaffen gleich. Sehr geehrter Herr Minister, ich würde gern nach der Situation der politischen Gefangenen in Belarus fragen. Viele Kolleginnen und Kollegen hier im Haus haben über fast alle Parteigrenzen hinweg entweder schon seit vielen Jahren über das Programm Parlamentarier schützen Parlamentarier oder seit dem letzten Sommer, seit dem Spätsommer nach den gefälschten Wahlen Patenschaften für politisch Gefangene in Belarus übernommen. Auch ich habe für Pavel Juknowitsch, der in der europäischen Bewegung Belarus engagiert war, eine Patenschaft übernommen, der seit letztem Herbst in Gefangenschaft sitzt. Und mit der vom belarussischen Regime als Verhaftung betitelten Entführung des oppositionellen Bloggers Roman Protasiewicz nach der erzwungenen Landung des Ryanair-Flugzeugs in Minsk hat sich die Situation auch für alle anderen politischen Gefangenen in Belarus ganz offensichtlich noch mal verschärft. Denn viele Kolleginnen und Kollegen hier im Haus sind in den letzten Tagen darüber informiert worden, dass teilweise langjährige Haftstrafen gegenüber diesen politischen Gefangenen, für die wir die Patenschaft übernommen haben, verhängt wurden. Ich möchte gern danach fragen, welche Anstrengungen die Bundesregierung aktuell unternimmt, um zur Freilassung dieser politisch Gefangenen beizutragen und darauf gemeinsam mit den europäischen Partnern zu drängen. Erstmal will ich sagen, dass ich die Übernahme von Patenschaften ausdrücklich begrüße. Ich würde das auch nicht geringschätzen wollen, weil natürlich jeder weiß, dass
dadurch unmittelbar nur wenig auszurichten ist, aber es ermöglicht ganz einfach auch Einzelfälle auf der Tagesordnung zu halten und damit auch das Thema insgesamt. Wir haben mit unserer Botschaft im Rahmen der Dialogkanäle, die wir noch haben in Minsk, immer versucht, auch bei Einzelfällen auf die dortigen Machthaber einzuwirken. Es gibt keinen einzigen Fall, in dem es ein positives Ergebnis gegeben hat. Deshalb glaube ich, dass insgesamt die Situation politischer Gefangener und die Möglichkeit der Freilassung ganz einfach ein Thema sein muss, dem wir auf der internationalen Bühne mit viel Druck begegnen. Die Sanktionsentscheidungen, die bisher getroffen worden sind, sind ganz sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir werden bereits jetzt innerhalb der Europäischen Union, weil wir mit weiteren Provokationen rechnen, weitere Sanktionen im Wirtschaftsbereich, im Finanzbereich vorbereiten, um deutlich zu machen, dass wir nicht bereit sind, nicht nur die Dinge, die im Zusammenhang mit einem Ryanair-Flug geschehen sind, zu akzeptieren, sondern auch die Situation politisch Gefangener. Wir selber haben im Übrigen für Menschen, die bedroht sind, ein Programm aufgelegt. Ich nenne nur noch die Zahlen, Herr Bundespräsident, von dem mittlerweile auch 20 Bedrohte Gebrauch gemacht haben, die mit ihren Familien nach Deutschland gekommen sind, die kurzfristige Visa bekommen haben. Dies werden wir fortsetzen und gegebenenfalls auch noch weiter ausweiten. Herr Schraps. Dann würde ich gerne noch eine Nachfrage stellen. Wir werden das sicherlich auch als Parlamentarier hier aus dem Haus weiter unterstützen und nicht müde werden, darauf zu drängen, auf die Freilassung der politisch Gefangenen in Belarus. Zum Glück sind nicht alle Menschen, die sich für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Belarus einsetzen, inhaftiert. Deshalb meine Nachfrage. Es ist sicherlich schwierig, eine klare politische Linie gegenüber dem Regime zu fahren und gleichzeitig Wege zu finden, wie man die engagierte Zivilgesellschaft unterstützen kann. Lukaschenko verschärft momentan die Ausreisebeschränkungen für die eigenen Bürgerinnen und Bürger. Wer Belarus auf dem Landweg verlassen will, der braucht eine permanente Aufenthaltsberechtigung in einem anderen Staat. Sie haben das gerade schon angesprochen. Welche Dinge kann die Bundesregierung noch unternehmen, um der Zivilgesellschaft, die sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Belarus einsetzt, den Rücken zu stärken? Die Bundesregierung hat schon vor einiger Zeit den Aktionsplan Zivilgesellschaft Belarus in Kraft gesetzt. Dort stehen 21 Millionen Euro zur Verfügung. Dort wird versucht, freie Medien zu unterstützen, aber auch Zivilorganisationen, die es dort gibt. Das ist in der Abwicklung außerordentlich problematisch, also die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, dorthin zu bekommen. Deshalb würden wir uns wünschen, dass von dem Programm noch mehr Gebrauch gemacht werden kann. Allerdings ist die Abwicklung aufgrund der Tatsache, dass in Belarus die Grenzen nahezu komplett dicht gemacht werden und nicht nur physisch, außerordentlich schwierig. Und deshalb versuchen wir mehr auf Einzelfälle zu reagieren. Menschen, die bedroht sind, die heute bedroht sind, aber morgen eine Gefangene sein können, mit erleichterten Visabestimmungen, wenn sie das wollen, auch in Deutschland aufzunehmen. Der Kollege Sarrazin, Bündnis 90 Grüne, hat eine Nachfrage. Ich wollte nachfragen, ob Sie bei der Vorbereitung dieser Sanktionen als Bundesregierung sich auch dafür einsetzen, dass die belarussische Kali- und Erdölindustrie Teil einer möglichen neuen Sanktionspakets werden würde. Das ist ein Punkt, der innerhalb der Europäischen Union bereits besprochen wurde und zu dem wir uns positiv verhalten haben. Danke sehr. Dann stellt die nächste Frage der Kollege Ottmar von Holz, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, schönen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, in Ihrem Eingangsstatement haben Sie den jetzt gerade sehr heiß diskutierten Versöhnungsprozess mit Namibia nicht angesprochen und möchte deswegen dazu eine Frage stellen. Im namibischen Parlament hat gestern die Debatte über die gemeinsame Erklärung, über den Entwurf einer gemeinsamen Erklärung begonnen. Insofern ist im Prinzip das namibische Parlament, muss man mal so sagen, uns im Bundestag eins voraus, weil wir diese Möglichkeiten hier leider nicht haben. Es gibt widersprüchliche Signale. Es gibt Personen, auch im Umfeld der Regierungsverhandler auf der namibischen Seite, die noch Probleme mit dem Abkommen sehen. Insofern, es gibt auch Berichte im Tagesspiegel, dass der Vizepräsident, bei dem ja der Chefunterhändler, das Büro des Chefunterhändlers Dr. Zetten Gavirur angesiedelt war, der Nangolo Mbumba, der gesagt, in Aussicht gestellt hat, dass die Summe der 1,1 Milliarden Euro im
die in dem Entwurf stehen, neu verhandelt werden könnten. Aber Ruprecht Polenz, der deutsche Chefunterhändler, meinte, dass das also jetzt unterschriftsreif sei. Das sind so ein bisschen widersprüchliche Angaben. Und da hätte ich ganz gern Ihre Einschätzung. Ist es denn so, dass da noch nachverhandelt werden kann, was die Summe angeht oder nicht? Die beiden Verhandlungsdelegationen haben den Text einer politischen Erklärung paraphiert zusammen. Das ist etwa vor 4 Wochen in Berlin gewesen. Das ist die Grundlage, was dem namibischen Parlament vorgelegt worden ist. Die finanziellen Zuwendungen belaufen sich auf rund 1,1 Milliarden Euro. Das ist das Ergebnis des Verhandlungsprozesses. Das ist das Ergebnis, das ich auch dem Deutschen Bundestag mitgeteilt habe. Das ist auch das Ergebnis, wo wir den Deutschen Bundestag darum gebeten haben, in der letzten Sitzungswoche dieses Thema auch noch einmal aufzurufen, um in Form einer Resolution dies zu induzieren und auch mitzutragen, genauso wie das im namibischen Parlament jetzt diskutiert wird. Und insofern gehen wir davon aus, dass es darum geht, die Erklärung, die paraffiert worden ist, auch abzuschließen, ohne noch einmal in die Verhandlungen einzusteigen. Und deshalb bin ich guter Dinge, dass die Diskussion, die es in Namibia gibt, und niemand hat erwartet, dass das eine Diskussion wird, in der alle zu 100% zustimmen. Wenn ich mir aber anschaue, dass insbesondere bei den finanziellen Fragen Beträge in den Raum gestellt werden von denjenigen, die das kritisiert haben, von mehreren 100 Milliarden Euro, die abgeschlossen werden müssten, glaube ich, dass das nicht ganz der Realität entspricht. Wir sind der Auffassung, dass mit dem Text, den wir paraffiert haben, eine gute Grundlage vorliegt, um diese Verhandlungen, die sich über 6 Jahre hingezogen haben, jetzt auch endlich abzuschließen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn das möglich wäre, auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Windhoek zügig. Herr Kollege Holz von Holz, Nachfrage bitte. Ja, schönen Dank, Herr Präsident. Nur, dass da kein Missverständnis entsteht. Ich finde es gut, dass diese Verhandlungen jetzt zu einem Abschluss gekommen sind. Und ich finde es gut, dass jetzt etwas vorliegt, was man auch tatsächlich mal diskutieren kann und was vielleicht auch zu den ersten 2 wichtigen Schritten, nämlich die Anerkennung, dass das Völkermord war und die Bitte um Entschuldigung, das sind ja 2 Säulen, die auch mit Geld nichts zu tun haben, dass das endlich jetzt auch passieren kann. Nur, dass da kein Missverständnis entsteht. Ich finde es gut, dass wir so weit jetzt gekommen sind. Ich habe nur Sorge, je größer die Akzeptanz in Namibia ist, klar, es wird immer Einzelne geben, die das ablehnen, das ist auch mir bewusst, aber man müsste ja schon hoffen, dass es eine größtmögliche Akzeptanz gibt, und wenn selbst aus den Reihen derjenigen, die auf der Seite der Regierung verhandelt haben, noch Vorbehalte bestehen, da wäre es doch sicherlich gut, wenn man die auch noch gewinnen könnte. Und deswegen die Frage nochmal an Sie, inwieweit ob Sie möglicherweise Konsequenzen daraus ziehen, wenn jetzt der Protest anhält oder noch größer wird und auch aus Reihen der Regierungsfraktion in Namibia Proteste kommen. Das würden wir mit unseren Partnern in der namibischen Regierung besprechen. Natürlich versucht auch die dortige Regierung, eine größtmögliche gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen. Ich glaube aber nicht, dass das repräsentativ ist, was es an Kritik gegeben hat. Es ist auch sehr schwer, eine Summe zu benennen, die als angemessen betrachtet wird. Es wird immer die Möglichkeit bestehen, zu sagen, naja, es kann auch noch etwas mehr sein. Wir haben uns orientiert an dem, was nötig wäre, um eine Stiftung langfristig finanziell auszustatten, um Projekte in der Landwirtschaft des Landkaufes langfristig auf den Weg zu bringen, die etwa 400.000 Menschen zugutekommen und deren wirtschaftlicher Situation. Und dafür ist ein Betrag von 1,1 Milliarden Euro über einen bestimmten Zeitraum, wie wir finden, eine sehr angemessene Summe, mit der die Projekte, die in den Verhandlungsdelegationen besprochen worden sind, alle auch finanziert werden können, und zwar nachhaltig und langfristig. Ich habe 2 Nachfragen zu diesem Thema. Einmal die Kollegin Evrin Sommer, die Linke, und dann der Kollege Brandner, AfD. Frau Sommer. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. In dem Zusammenhang würde ich gerne trotzdem wissen wollen, bezogen auf Akzeptanz der Vertreterinnen und Vertreter vom damaligen deutschen Völkermord Betroffenen, und zwar auf welche Weise sind
diese Vertreter, also Nachfahren, vom damaligen deutschen Völkermord unmittelbar betroffenen Opfergruppen an deutsch-namibischen Regierungsverhandlungen beteiligt gewesen? Und wie schätzen Sie die aktuelle Akzeptanz ausgehandelten Vereinbarungen bei den Opfergruppen in Namibia ein? Die Opfergruppen sind nahezu alle, zugegebenermaßen nicht komplett alle, aber fast alle einbezogen worden in die Verhandlungen. Sie sind teilweise auch Mitglied der Verhandlungsdelegation gewesen. Es gibt aber auch Vertreter der Opfergruppen, die den Klageweg bevorzugt haben, die Deutschland in New York verklagt haben. Diese Klagen sind alle abgewiesen worden und sie sind auch in der Instanz, in der sie vorliegen, jetzt nicht mehr zugelassen worden, sodass wir eigentlich davon ausgehen, dass der Klageweg auch zu keinem Ergebnis mehr führen kann. Aber das ist nun einmal so, dass es andere gibt, die einen anderen Weg, ein anderes Verfahren bevorzugt haben, weil sie dachten, dass das auf Gerichtsebene entschieden werden kann und damit auch die Finanzfragen gerichtlich geklärt werden. Das ist nicht der Fall gewesen, das hat keinen Erfolg gehabt. Und deshalb haben wir mit denjenigen, mit denen wir verhandelt haben, der namibische Verhandlungsführer ist selbst ein Herero gewesen, die maßgeblichen Opfergruppen sind eingebunden gewesen. Das, was wir zurzeit in Namibia sehen, ist eine Debatte darüber, die dort stattfindet, die muss auch stattfinden. Wir haben auch zu respektieren, wenn es dort kritische Stimmen gibt. Aber wir sind als Bundesregierung nach wie vor der Auffassung, dass mit dem, auch mit dem Angebot, auch den finanziellen Zusagen, die wir gemacht haben, um verabredete Projekte mittel-, langfristig, nachhaltig auszustatten, wirklich jetzt zu einem guten Ergebnis gekommen sind, das wir gerne auch so abschließen würden. Dann hat der Kollege Brandner noch eine Nachfrage. Ja, nur um mich, um die Zuschauer etwas zu erhellen. Ich habe jetzt gerade gehört, die Verhandlungen wären abgeschlossen. Ihre einleitenden Worte habe ich auch so verstanden. Dann haben Sie gesagt, es könnte auch noch etwas mehr sein, nicht ganz so viel, wie gefordert wird, also diese knapp 500 Milliarden Euro. Deshalb meine Frage, sind die Verhandlungen abgeschlossen, ja oder nein? Und wenn nicht, wer verhandelt, auf welcher Grundlage nach und welchen Spielraum sehen Sie da noch? Und in dem Zusammenhang nochmal die Bemerkung, dass wir als Deutschland ja sehr häufig Reparations- oder anderen Forderungen ausgesetzt sind, sei es der Zweite Weltkrieg, sei es der Erste Weltkrieg, sei es jetzt die Kolonialvergangenheit. Können Sie uns kurz mal schildern, welche anderen Länder oder Gruppen noch Reparationsforderungen auf welcher Grundlage an Deutschland stellen? Da ich darauf hingewiesen habe, dass der Text einer politischen Erklärung paraffiert worden ist, sind die Verhandlungen also auch abgeschlossen. Und Sie können ja der Presse entnehmen, dass es in der Vergangenheit immer wieder Länder gegeben hat, bei denen über Reparationen diskutiert wurde. Das gilt etwa für Polen, aber auch für Griechenland. Dazu muss man allerdings sagen, dass das mit dem vorliegenden Fall nichts zu tun haben. Denn dieser Abschluss ist ausschließlich einer auf freiwilliger Basis. Es gibt keine Rechtsgründe, auf denen diese Zahlungen geleistet oder in Aussicht gestellt werden. Und insofern ist es auch nicht vergleichbar mit dem Reparationsthema an sich. Die nächste Frage stellt der Kollege Siegbert Röse, AfD. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Außenminister, ich möchte auf die östliche Partnerschaft zu sprechen kommen. Wir sind der Meinung, dass dort eine Neubewertung vorzunehmen wäre, idealerweise unter dem Leitgedanken Kooperation statt Konfrontation. Sie selber waren vor gar nicht so langer Zeit noch mit den Äußerungen bezüglich Russland zu vernehmen, oder das hat man von Ihnen gehört, dass auch die Beziehung zu Russland einer Überprüfung unterzogen werden sollten, gegebenenfalls eine Neuausrichtung vorgenommen werden sollte. Ich möchte anmerken, dass die östliche Partnerschaft natürlich ohne die Berücksichtigung vitaler Interessen Russlands sicherlich nicht neu zu gestalten ist. Konkrete Frage, wie ist der aktuelle Stand, der Standpunkt Ihres Hauses in der Frage der östlichen Partnerschaft? Na, die östliche Partnerschaft ist eines der wesentlichen Projekte, die wir zusammen mit anderen vorantreiben. Es geht, wenn es um Neubewertungen geht, dort im Wesentlichen um die Frage, wie wir uns gegenüber Belarus verhalten. Was Russland angeht, vertritt die Bundesregierung die Auffassung, die eben hier auch bei der Debatte zum 80. Jahrestag des Angriffes
auf die Sowjetunion von nahezu allen, wenn ich mich richtig erinnere, vertreten worden ist, dass man das Dialogfenster offen halten muss. Ich hatte diese Woche ein Telefonat mit meinem russischen Amtskollegen zusammen mit dem französischen Amtskollegen, wo wir über Fragen der Region, aber auch insbesondere über die Ukraine gesprochen haben. Also insofern glaube ich, dass wir keine grundsätzliche Neubewertung auch für unsere Russland-Strategie brauchen. Wir haben ein Interesse an gut nachbarschaftlichen Beziehungen. Allerdings haben wir im Moment den Eindruck, dass in Moskau man nicht in der Weise bereit zu sein scheint, diesen Dialog mit uns zu führen, wie wir uns das selber wünschen würden. Nachfrage? Herr Drösen. Frage, Herr Präsident. Herr Außenminister, der Westen, zu dem ja Deutschland zweifelsohne zählt, hat den sogenannten arabischen Frühling unterstützt. Das Ergebnis: Krieg, Chaos, Millionen von Flüchtlingen. Der Westen hat ebenfalls die Orangene Revolution in Kiew, in der Ukraine unterstützt. Die Ergebnisse sind an sich genauso viel Korruption und Misswirtschaft wie vorher. Viele Politiker aus der politischen Welt sagen, dass auch Herr Selenskyj mit Sicherheit nicht viel demokratischer ist als seine Vorgänger. Die Frage ist konkret, ist die Strategie der Einmischung oder auch mit dem Ziel, vielleicht einen Regimewechsel, Regime-Change herbeizuführen, nicht völlig kontraproduktiv, eigentlich als gescheitert anzusehen? Danke. Da wir an derartigen Versuchen gar nicht beteiligt waren, kann ich die Frage auch schlecht beantworten. Wir haben uns weder eingemischt in das, was beim arabischen Frühling geschehen ist, sondern wir haben das verfolgt und haben uns dazu auch verhalten. Das gilt auch für die Entwicklung in der Ukraine. Wir unterstützen die Ukraine maßgeblich bei allen Reformvorhaben. Dazu gehört die von Ihnen erwähnte Korruption dazu, die Bekämpfung der Korruption. Und vor allen Dingen die Bekämpfung der Korruption ist eines der Reformvorhaben, die es in der ukrainischen Regierung gibt. Und der ukrainische Präsident hat bei seiner Wahl vor allen Dingen zwei Themen benannt, die ihm wichtig sind. Das eine ist Korruptionsbekämpfung, das andere ist der Frieden im Donbass. Und bei beiden Punkten, würde ich mal sagen, ist man noch nicht am Ende des Weges, aber man kann sich der deutschen Unterstützung auch in Zukunft sicher sein. Die nächste Frage stellt die Kollegin Marie Strack-Zimmermann, FDP. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, nach 20 Jahren Einsatz in Afghanistan verlassen nun die Truppen dieses Land. Und in diesen Jahren hatten wir viel Unterstützung von heimischer Bevölkerung, die sogenannten afghanischen Ortskräfte, als Kulturvermittler, als Dolmetscher und auch als Dienstleister. Gerade die Kulturvermittler und Dolmetscher haben an die Demokratie geglaubt, an die Freiheit ihres Landes, an die Zukunft ihres Landes. Und sie haben uns unterstützt, auch unter Lebensgefahr, auch unter hohem Risiko, und haben auch großes Vertrauen an uns. Nun ziehen wir aus Afghanistan ab. Das ist keine Überraschung, aber die Geschwindigkeit ist dann doch eine Überraschung. Meine Frage an Sie ist: Letzte Woche wurde entschieden, dass die Kulturvermittler, die zwei Jahre länger, also die in den letzten zwei Jahren oder darüber hinaus die Bundeswehr unterstützt haben, nicht die Möglichkeit haben, nach Deutschland auszuweichen, um der Rache der Taliban zu entgehen. Vielleicht können Sie uns erklären, warum nach zwei Jahren die Gefahr geringer ist als die, die jetzt unmittelbar davor sind, nach Deutschland kommen zu können. Frau Strack-Zimmermann, Frau Abgeordnete, ich will zunächst einmal sagen, dass wir uns der Bedeutung der Entscheidungen, die wir dort treffen, bewusst sind. Sowohl das Verteidigungsministerium, das Auswärtige Amt, aber auch das Innenministerium und auch das BMZ, das ja für viele Mittler verantwortlich ist, sind dazu in einem sehr intensiven Dialog. Wir haben auch heute Morgen noch einmal darüber gesprochen. Wir gehen davon aus, dass der Personenkreis, um den es bisher geht, sich auf etwa 2000 Menschen beläuft. Wir sind dabei auch bereit gewesen, auch weiter in die Vergangenheit zurückzugehen, teilweise bis in das Jahr 2013. Wir haben innerhalb des Auswärtigen Amtes das Visa-Verfahren so gestaltet, dass davon auszugehen ist, dass bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Bundeswehr und andere Streitkräfte Afghanistan verlassen haben, alle Anträge abgewickelt sind, das heißt bis zum 4. Juli. Wir sprechen zurzeit noch einmal darüber, ob es die Möglichkeit gibt, im Übrigen auch innerhalb dieses Zeitraumes Menschen darüber hinaus die Möglichkeit zu geben, zu uns zu kommen. Das müssen wir jetzt sehr zügig tun, weil der 4. Juli unaufhaltsam näher kommt. Das ist
noch nicht komplett entschieden. Ich würde nicht ausschließen, dass es noch einige Personen zusätzlich geben wird, die die Möglichkeit bekommen, eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu erzielen. Sie, Frau Präsidentin, Sie haben das Wort zur Nachfrage. Vielen Dank, Herr Minister. Ja, die Nachfrage geht dahingehend, dass es da ja wirklich um Lebensgefahr geht, dass diese Menschen Gefahr laufen, von den Taliban ermordet zu werden. Inwieweit die Bundesregierung bereit ist, finanziell zu unterstützen, dass eben sehr schnell auch nach Deutschland ausgereist werden kann. Gibt es da eine Regelung dahingehend, dass man gegebenenfalls in Vorleistung tritt? Haben Sie sich damit beschäftigt? Und noch eine weitere Frage. Es ist ja jetzt eine Frage, auch wo alle zu uns schauen, denn wir werden ja, sind in anderen Krisengebieten, wir werden immer wieder Unterstützung der dortigen Menschen brauchen. Und was das für uns bedeutet, wenn die Bundeswehr eben diese Hilfe braucht, aber am Ende das Image entstehen könnte, ja, die Bundeswehr braucht, aber wenn es zum Schwure kommt, dann sind die Deutschen weg. Eben, deshalb haben wir ein eigenes, und zwar ein vitales Interesse daran, auch für zukünftige Einsätze mit den Menschen, die für uns gearbeitet haben, verantwortungsvoll umzugehen. Es wird auch nicht am Geld scheitern, die Menschen rechtzeitig aus Afghanistan rauszubekommen. Ich will nur mal ein Beispiel nennen, es ist auch darüber gesprochen worden, Sonderflüge zu organisieren. Allerdings hat man davon Abstand genommen, weil es ganz einfach auch ein schwieriges Bild gäbe, auch in Afghanistan, dass Menschen in Afghanistan jetzt mal unabhängig von der Begründung, die nachvollziehbar ist, sozusagen flugzeugweise das Land verlassen, auf der Flucht sind. Und deshalb hat uns die afghanische Regierung auch immer sehr, sehr deutlich gesagt, dass sie das unterstützt, aber dass wir bitte darauf achten sollen, dass kein Bild entsteht, das darauf hinausläuft, dass jetzt die große Flucht aus Afghanistan, aus Kabul beginnt. Auch viele Mittlerorganisationen, die weiter dort vor Ort sind, die wir auch vor Ort brauchen werden, haben uns darum gebeten, mit dem Thema so umzugehen, dass es in Afghanistan nicht eine Diskussion gibt und einen Run darauf, dass möglichst alle jetzt das Land verlassen können, insbesondere die Kräfte, die dort auch gebraucht werden in den Mittlerorganisationen. Und deshalb haben wir uns ja darauf beschränkt, dass diejenigen, die unmittelbar für die Bundeswehr gearbeitet haben, von den Angeboten, die wir machen, auch Gebrauch machen können. Ich will nur sagen, auch wenn das aus hiesiger Sicht vielleicht schwieriger ist, nachzuvollziehen, die Bilder, die in Afghanistan entstehen, dass immer mehr Menschen das Land verlassen, ist etwas, was auch zu einer Vertrauenskrise in diesem Land führen kann. Und deshalb versuchen wir den Menschen, die wirklich eine Gefährdung haben, die nachgeprüft ist, die bewiesen ist, die Möglichkeit nach Deutschland zu kommen, auch schnellstmöglich zu gewährleisten. Zu einer Nachfrage hat die Kollegin Amtsberg das Wort. Vielen Dank, Herr Außenminister. Das lässt ja sozusagen tief oder blicken überhaupt, was den Umgang der Bundesregierung mit dem Land Afghanistan angeht. Deshalb möchte ich eine Frage dazu stellen, die im weitesten Sinne auch damit berührt ist. Und zwar fand ja gestern wieder eine Sammelabschiebung nach Afghanistan statt. Wir wissen um die Sicherheitslage. Wir wissen, dass die Vielzahl der Anschläge gerade auch auf Zivile zunimmt. Wir wissen, dass die dritte Welle der Corona-Pandemie große Schwierigkeiten verursacht, vor Ort das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. Und deshalb möchte ich Sie fragen, wie Sie unter all diesen Umständen die Fortführung der Sammelabschiebung ja auch mit logistischer Unterstützung des Auswärtigen Amtes weiter ja, mit Ihrem Gewissen vereinbaren können und verbunden mit der Frage, ob Sie sich für einen Abschiebestopp einsetzen werden nach Afghanistan. Ich glaube, die Lage vor Ort lässt diese Überlegung zu und ob es einen weiteren Lagebericht des Auswärtigen Amtes zur Lage in Afghanistan geben wird. Den wird es sicherlich irgendwann geben zu Ihrer einleitenden Bemerkung. Das würde ja Bände sprechen, wie wir mit Afghanistan umgehen. Würde ich mal einen Besuch in Afghanistan empfehlen, um mit den Verantwortlichen dort zu sprechen und darüber und Ihnen mal die Frage zu stellen, wie Sie in Afghanistan innerhalb der afghanischen Regierung, aber auch vieler zivilgesellschaftlichen Organisationen das deutsche Engagement über die letzten Jahre dort empfinden. Ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren. Von den 42 Menschen, die zurückgeführt worden sind, sind 40 Straftäter, die in Deutschland Straftaten begangen haben, teilweise schwerste Straftaten. Und insofern glaube ich nicht, dass uns ein Abschiebungsstopp dort weiterhilft. Wir haben die Lage in Afghanistan
in den Lageberichten beschrieben. Wir werden ganz selbstverständlich, insbesondere nach dem Abzug der internationalen Truppen, den Lagebericht fortschreiben und anpassen an das, was dort dann geschehen wird, in der Hoffnung, dass das, was viele prognostizieren, dass das Chaos ausbricht, eben ausbleibt. Das ist ja ein Grund, weshalb die afghanischen Streitkräfte von der NATO und von unseren Verbündeten in den letzten Jahren dort ausgebildet worden sind. Eine weitere Nachfrage stellt Dr. Christoph Hoffmann. Ja, Herr Maas, ich will zur ursprünglichen Frage zurückkehren. Wir haben gehört, wie die Soldaten bzw. die Hilfskräfte unserer deutschen Soldaten behandelt werden. Aber im Grunde gilt es ja im Grunde für die Entwicklungskräfte auch. Wir haben ja dort Leute, die in Projekten arbeiten, die gerade der Dorn im Auge der Taliban sind, zum Beispiel Frauenförderung und so weiter, die ja diametral, oder Demokratieförderung, die diametral Projekte betrieben haben, die jetzt auf nicht Wohlgefallen der Taliban fahren würden. Halten Sie es für richtig, dass es nur eine privilegierte Ausreisemöglichkeit geschaffen wird für Kräfte, die den Verteidigungskräften geholfen haben, oder eben auch, muss es sowas eigentlich auch für die Entwicklungshelfer geben? Ich will mal sagen, all diese Fragen haben ja die Grundlage, dass in wenigen Wochen die Taliban in Afghanistan das Zepter in der Hand haben. Das ist nicht die Grundlage meiner Annahmen. Wir gehen aber davon aus, und insofern ist das sicherlich richtig, dass die Kampfhandlungen erst einmal zunehmen werden. Aber gleichzeitig gibt es einen Friedensprozess zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung, der ja nicht ausgesetzt worden ist und den ich auch nicht für unerreichbar halte. Und wenn Sie, so sehr ich das unterstütze, alle, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, die einer unmittelbaren Gefährdungslage unterliegen, jetzt das Angebot bekommen, nach Deutschland zu kommen, das auszuweiten auf die Entwicklungshilfeorganisation bedeutet, dann reden wir nicht mehr über 2000 Menschen, dann reden wir über 20.000 Menschen. Das sieht aus wie ein Massenexodus aus Afghanistan. Was gibt das für ein Bild in der afghanischen Bevölkerung? Wie sollen wir die über 400 Millionen Euro an ziviler Hilfe, die wir jedes Jahr für Afghanistan zur Verfügung stellen, überhaupt noch dorthin bekommen, wenn die Organisationen dort über kein Personal mehr verfügen? Also wir reden darüber, wirklich jeden, bei dem die Gefährdungslage offensichtlich ist und anerkannt wird, ein Angebot zu machen, nach Deutschland zu kommen. Ich kann auch verstehen, dass es emotional total nachvollziehbar ist, das so weit auszuweiten, wie es nur geht. Aber bitte denken Sie auch an die Bilder, die in Afghanistan entstehen und die Vertrauenskrise in einem ohnehin geschüttelten Land, wenn immer mehr Menschen das Land verlassen. Und deshalb bin ich dafür, das Angebot, das wir gemacht haben, in dem Rahmen zu beschränken, zunächst einmal auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere der Bundeswehr, es auszuweiten auf alle Organisationen, auf alle zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob immer unmittelbar eine Gefahrenlage vorliegt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass, wenn die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben, dass sie sehr wohl ein Interesse daran haben, dass zivilgesellschaftliche Organisationen weiter funktionieren, die das internationale Geld verteilen. Also entschuldigen Sie, ich will nur darauf hinweisen, dass es auch eine andere Sichtweise gibt. Die Konsequenzen in Afghanistan hat, die ich nicht für positiv halte. Bevor ich der Kollegin Vogler das Wort zu einer letzten Nachfrage zu dieser Frage gebe, weise ich darauf hin, dass wir noch 10 Minuten Fragezeit haben. Ich bitte also, bei Fragen wie auch bei den Antworten, das optische Signal auch zu beachten. Und wenn es auf Rot springt, ist auch die Antwortzeit beendet. Bitte, Kollegin Vogler. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Minister. An dieser Stelle möchte ich noch mal nachfragen, wie die Bundesregierung genau gegenteilige Aussagen auch bewertet. Also der ehemalige Bundeswehroffizier und Leiter der NGO Kinderhilfe Afghanistan hat nämlich, als bekannt wurde, dass der Abzug der Militärs jetzt schneller vonstatten gehen soll, sehr, sehr deutlich im Deutschlandfunk gesagt, dass das für ihn und seine lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet, dass sie künftig sicherer sein werden, dass sie ihre Hilfsarbeit, den Aufbau von Schulen in größerer Sicherheit vollziehen können, weil sie eben nicht unter den Verdacht geraten, Teil oder nahestehend einer Kriegspartei zu sein. Ist das nicht auch ein Aspekt, den man berücksichtigen muss?
Das ist zumindest eine Stimme, die es auch gibt. Es ist außerordentlich schwer zu prognostizieren, wie sich die Lage in Afghanistan weiterentwickeln wird, wenn die ausländischen Streitkräfte das Land verlassen haben. Ich habe eben schon mal darauf hingewiesen, dass wir die Hoffnung haben und nicht nur die Hoffnung, sondern diesen Prozess unterstützen, dass die innerafghanischen Friedensverhandlungen fortgesetzt werden. Und wenn das dazu führt, dass bei einzelnen Organisationen auf der Seite der Taliban nicht mehr der Verdacht gehegt wird, dass sie fremden Mächten zuarbeiten und das zu mehr Sicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt, dann ist das sicherlich gut so. Ganz verlassen darauf kann man sich sicherlich aber auch nicht. Die nächste Frage stellt die Kollegin Helin Efremsov. Ja, ich will nochmal das Thema Namibia aufrufen, die Vereinbarung, und nochmal mit meiner differenzierten Frage wissen wollen, nach welchen Kriterien wurde der zusätzliche Unterstützungsbeitrag von 1,1 Milliarden Euro ermittelt, den Namibia verteilt auf 30 Jahre für Wiederaufbau, Versöhnung von Deutschland erhalten soll. Wieso 30 Jahre? Vielleicht können Sie das auch noch mal erläutern. Und inwieweit wurde hierbei auch geprüft, welche materiellen Schäden durch die deutsche Kolonialherrschaft und den Völkermord schätzungsweise insgesamt entstanden ist? Das ist nicht Gegenstand der Verhandlungen gewesen, das ist Gegenstand der Gerichtsverfahren in New York gewesen. Wir haben mit der namibischen Seite, mit der namibischen Verhandlungsdelegation über Projekte gesprochen, um die Landbevölkerung der Herero und Nama, die marginalisiert sind in Namibia, wirtschaftliche Hilfen zukommen zu lassen. Das ist im Bereich Bildung der Fall, das ist im Bereich der Landwirtschaft, weil das ein sehr landwirtschaftlich exponierter Bereich ist, und des Landkaufes der Fall gewesen. Bei diesen Projekten ging es uns darum, sie langfristig zu finanzieren, also auf einen Zeitraum von 30 Jahren. Und um diese Projekte auch über diesen Zeitraum operationalisieren zu können, sind wir auf diesen Betrag von 1,1 Milliarden Euro gekommen. Und nicht nur wir, sondern auch zusammen in den Verhandlungsdelegationen. Und ich selber habe 3 Telefonate mit der namibischen Kollegin dazu geführt. Und das ist das Ergebnis, das jetzt vorliegt. Und bei dem wir alles daran setzen werden, dass es auch Gegenstand einer gemeinsam unterzeichneten politischen Erklärung wird. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Ja, Sie haben ja auch, als Sie die Vereinbarung auf der Pressekonferenz vor einer Woche öffentlich gemacht haben, gesagt, dass diese Vereinbarung bedeutet ja keinen Schlussstrich, was ich sehr richtig finde und wichtig. In dem Zusammenhang würde ich trotzdem auch fragen wollen, wie sieht denn die Gedenkpolitik, also deutsche Gedenkpolitik dann aus? Wie wird dies als in diese Gedenkpolitik eingebettet in Deutschland? Es wird eine gemeinsame Stiftung geben, die auch aus diesen Mitteln finanziert werden soll und langfristig unterhalten soll. Diese Stiftung soll die Gedenkarbeit bearbeiten, das heißt mit Ausstellungen, mit Austausch, Jugendaustausch, mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten, die es heute in der Erinnerungsarbeit gibt, sicherlich auch mit Publikationen, die sowohl in Namibia als auch in Deutschland vertrieben werden sollen. Und der Nukleus dieser Gedenk- und Erinnerungsarbeit soll die Stiftung werden, die auch aus diesen Mitteln finanziert wird. Zu einer weiteren Nachfrage hat der Kollege von Holz das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, Sie sagten vorhin, dass die Projekte sich darauf beziehen, die Landbevölkerung der Herero und Nama zu unterstützen. Wenn man jetzt in den Entwurf dieser Erklärung, gemeinsamen Erklärung guckt, sind da ja 7 Regionen, also Regions, genannt, unter anderem auch die Region Comas, die ja unter anderem die Hauptstadt Windhoek beinhaltet. Jetzt wäre die Frage, wie wird denn sichergestellt, weil in dieser Region leben sehr, sehr viele Menschen, die eben keine Herero und Nama sind, gerade auch in der Stadt Windhoek. Wie wird denn sichergestellt, dass am Ende auch tatsächlich die Nachfahren oder der Angehörigen der Opfergruppen in den
unmittelbaren und, sage ich mal, spürbaren Genuss der Projekte kommen, auch wenn das sich eben offensichtlich auf Regionen erstreckt, die eben nicht schwerpunktmäßig von Uwahere und Nama bewohnt sind. Also die Regionen, die festgelegt worden sind, sind natürlich auch auf besonderen Wunsch der namibischen Seite festgelegt worden, aufgrund der Notwendigkeiten, die man dort gesehen hat. Dass die Mittel dort auch zielgerichtet ankommen, das wird jetzt Arbeit in der Umsetzung, in der praktischen Umsetzung sein, zusammen mit der namibischen Seite. Wir glauben, dass wir auch mit Organisationen wie der GITS dabei durchaus behilflich sein können, also einzelne Projekte auch mit organisieren oder mit deutschen Organisationen operationalisieren und damit natürlich auch die Möglichkeit haben, steuernd eingreifen zu können, zusammen mit der namibischen Seite. Aber das sind tatsächlich Fragen, die jetzt auf uns zukommen werden. Ehrlich gesagt, im Moment wäre ich schon ausreichend glücklich, wenn es uns gelingt, das Thema einmal grundsätzlich abzuschließen mit der Erklärung, mit der Bitte um Vergebung, mit der Akzeptanz der Summe und mit den vereinbarten Projekten, die uns dann sehr, sehr lange beschäftigen werden. Aber auch die Grundlage dafür sind, dass das durch dieses Thema immer belastete Verhältnis zwischen Deutschland und Namibia endlich mal sich öffnen wird. Die nächste Nachfrage stellt der Kollege Indnerbeek. Ja, Herr Bundesminister, erlauben Sie mir auch zu dem Themenkomplex noch mal eine Frage zu stellen. Und zwar, wie soll denn wirklich jetzt die Vollendung passieren? Weil wir hörten gerade, dass in Namibia gerade im Parlament dort diskutiert, debattiert wird. Wann wird das eigentlich im Deutschen Bundestag debattiert? Wird das Parlament überhaupt mit eingeschlossen? Wird das Parlament das sozusagen ratifizieren? Oder wie ist da die Planung der deutschen Bundesregierung? Also erstmal haben wir in den letzten Wochen versucht, auch die Obleute einzubeziehen in den Fortgang dieser Verhandlungen. Die sind alle immer sehr vertraulich gewesen, deshalb ist das für uns ein bisschen schwierig gewesen, weil uns die Namibier gebeten haben, nicht über Summen öffentlich in Deutschland zu sprechen, weil das die Diskussion in Namibia erschwert hätte. So, und unser Vorschlag wäre natürlich, dass der Bundestag sich damit befasst. Das ist jetzt kein Vertragswerk, das der Ratifizierung durch das Parlament bedürfte. Das ist auch in Namibia nicht so. Aber natürlich wollen wir, das könnte man zum Beispiel in einer Resolution des Bundestages eine Entscheidung treffen, dass man das, was man dort abgeschlossen hat, zusammen mit der namibischen Regierung unterstützt. Ratifiziert werden im formellen Sinne muss es nicht, aber ich glaube, es gibt auch die Erwartungshaltung in Namibia, genauso wie das namibische Parlament sich damit auseinandersetzt, dass auch das deutsche Parlament sich damit auseinandersetzt und im besten Fall auch eine unterstützende Entscheidung dazu trifft. Die wohl letzte Frage in dieser Befragung stellt der Kollege Jürgen Trittin. Herr Minister, ich möchte gerne noch mal auf den Anfang Ihrer Ausführungen auf das Treffen zu den G7 zurückkommen. Gestern hat die Bundeskanzlerin beim 20-Jahres-Feier des Nachhaltigkeitsrats einen bemerkenswerten Satz gesagt zum Thema Klimaschutz. Was wir bisher gemacht haben, war schlicht zu wenig. Und wenn das jetzt im Mittelpunkt des G7-Treffens steht, frage ich Sie, was wollen Sie dort anbieten, zusätzlich zu dem, was Ihre eigene Regierungschefin als zu wenig bezeichnet? Sind ja verschiedene Dinge denkbar. Sie könnten sich überlegen, dem Aufruf der Internationalen Energieagentur zu folgen und im Rahmen von Regeln für Green Finance keinerlei Investitionen mehr in fossile Infrastruktur zuzulassen in solchen Regeln. Sie könnten gemeinsam mit den USA, John Kerry hat das verschiedentlich vorgeschlagen, sagen, wenn wir unsere Industrie CO2-frei gestalten, da muss die Verdumpingkonkurrenz geschützt werden. Deswegen lass uns doch auf so etwas wie ein Cross-Border Adjustment verständigen. Was sind Ihre Vorschläge für die G7, um das zu überwinden, was die Kanzlerin gesagt hat, es war zu wenig? Also
Letzterem, was den Dumpingwettbewerb angeht, schließe ich mich schon mal an. Das ist auch die Haltung, die wir vertreten, auch innerhalb der Europäischen Union. In der Diskussion, die es dazu gibt, ist auch ein Thema gewesen, das ich mit John Kerry besprochen habe, als er vor 2 Wochen hier gewesen ist. Er hat da auch noch so ein paar eigene Gedanken dazu. Also da müssen wir die amerikanischen Partner auch noch mit von überzeugen. Wir wollen die transatlantische Klimabrücke wieder aufsetzen. Ansonsten ist es mir leider nicht möglich gewesen, die komplette Rede der Bundeskanzlerin zu diesem Thema zu lesen. Aber ich bin mir sicher, dass sie auch Vorschläge gemacht hat, die auf dem G7-Gipfel dann auch thematisiert werden. Darf ich noch mal nachfragen? Sie dürfen nachfragen, bleiben aber dieses Mal bitte in der Zeit. Herr Bundesminister, ich würde noch mal gern konkret nachfragen. Innerhalb der Europäischen Union gibt es ja Streit darüber. Entschuldigung, ich habe es akustisch nicht verstanden. Innerhalb der Europäischen Union gibt es ja einen Auffassungsunterschied darüber, ob auch künftig fossile Infrastruktur aus Mitteln der Europäischen Union finanziert werden soll. Ja. Die Internationale Energieagentur, bekanntermaßen keine grüne Veranstaltung, plädiert dafür, das zu beenden. Plädieren Sie jetzt dafür, dass wir auch aussteigen aus der Finanzierung, zum Beispiel von Gasinfrastrukturen, etwa im südlichen Gaskorridor, aus der Finanzierung von neuen Flüssiggasterminals und Ähnlichem? Nein. Danke. Bitte. Danke, Herr Minister. Ich beende die Befragung. So. Und rufe auf den